Hallo zusammen, wir sind wieder auf Sommerradreise. Im Juli 2023 starten wir mit unseren E-Bikes in Augsburg, besuchen unterwegs das Rütenfest in Landsberg, umrunden den Ammersee und den Starnberger See und fahren über Murnau nach Mittenwald. Von dort machen wir Abstecher zur Leutaschklamm und ins beeindruckende Gaistal und folgen anschließend der Isar von ihrem Ursprung bis zur Mündung. Zu guter Letzt radeln wir über Passau ins Salzkammergut und zu unserem Ziel Salzburg, das wir nach 3 Wochen und etwas mehr als 1000 Kilometern erreichen. Viel Spaß beim Zuschauen wünschen Anne und Matthias. So, Montag, 24. Juli 2023. Wir sind gerade aus Landsberg raus. Start zur 2. Etappe. Wie man sieht, allerbestes Radelwetter, bedeckter Himmel, es regnet. Nein, Scherz beiseite. Heute werden wir nass werden, das ist aber nicht schlimm. Die Strecke geht erstmal von Landsberg Richtung Ammersee. Dann fahren wir da das komplette Westufer runter. Und dann quer rüber zum Starnberger See nach Bernried. Das ist unser heutiges Etappenziel. Und wir hoffen, dass es zumindest nachmittags ein bisschen aufklart, dass wir noch ein paar vernünftige Bilder hinkriegen. Die ersten Kilometer aus Landsberg raus, die waren jetzt nicht so toll. Das geht hier an einem Autobahnzubringer vorbei, Gott sei Dank auf dem Radweg. Aber natürlich entsprechend viel Verkehr montags morgens. In Bayern sind noch keine Ferien, so wie bei uns zu Hause in Nordrhein-Westfalen. Deswegen ist hier noch ordentlich was los. Egal, wir freuen uns trotz Wetter und trotz momentan noch nicht ganz so optimaler Strecke auf einen schönen Tag. Bis später. Wish that I could stay. Wish for this moment to never go away. But it's all in my mind, and though I know that there is nothing to find, you're beautiful. Wir müssen hier zwar gerade durch eine Baustelle schieben, aber die Bauarbeiter waren super nett, haben uns durchgelassen. Und da vorne fängt schon wieder die Straße an. Also keine Umleitung fahren bei dem Mistwetter. Warte mal, ich helfe dir. Ja, ist gut. Echt? Ja. See how you roam, while you roam in the streets all alone. All you can see, thinking about what your life came to be. You're a beautiful sight in the summer night. And you can't put up a fight in the misty light. Ja, super. So mögen wir das doch. Mit Kirche. Mit Kirche. So, nach 22 Kilometern haben wir jetzt den Ammersee erreicht. Ein lohnenswertes Ziel, muss ich sagen. Ich bin zum ersten Mal hier, du auch, Anne, ne? Ja. Eching am Ammersee. Eching am Ammersee ist das Ziel, genau. Es regnet zwar immer noch, aber nicht mehr ganz so stark. Nur ein bisschen, ne? Ein paar Tropfen. Und es ist vor allen Dingen etwas wärmer geworden. Also das lässt sich gut aushalten. Aber wirklich schön hier. Mit Blick in die Berge.
gucken, ob man es nachher auf dem Film erkennen kann, ob die so gut auslöst, die Kamera, weiß ich nicht. Aber unsere Augen lösen so gut auf und das ist die Hauptsache. Das scheint sehr beliebt zu sein hier. Bootsfahrt auf dem Ammersee. Die Leute, die da auf dem Oberdeck sitzen, die können nur hoffen, dass es trocken bleibt. Auch wenn ihr einmal über den ganzen See schippert, bist du bestimmt 2 Stunden unterwegs. Wir fahren hier gerade südlich vom Ammersee durch ein Vogelschutzgebiet. Total schön, wunderbare Landschaft. Nichts los auf den Radwegen, besser geht es gar nicht. Und das Allerbeste, es ist nach wie vor trocken. So, wir haben die Ammer erreicht. Das ist der Fluss, der dem See den Namen gibt. Fließt aber nicht als Ammer wieder raus, sondern dann als Amper. Wusste ich auch bis vor ein paar Tagen nicht. Erst als ich die Tour hier geplant habe und mich gewundert habe, warum heißt das Ammer-Amper-Radweg und mich dann mal ein bisschen schlau gemacht habe. Also, Ammer fließt in den Ammersee rein, Amper fließt aus dem Ammersee wieder raus. So, mittlerweile sind wir vom Ammersee weg. Wir sind gerade aus Fahrrad aus Herrsching raus. Da war jede Menge Verkehr und Trubel, nicht schön. Und jetzt geht es Richtung Starnberger See. Aber bevor wir da hinkommen, jetzt sind wir erstmal über den Buckel. Hat mittlerweile wieder ein bisschen angefangen zu regnen, aber sind noch ein paar Tropfen, das ist erträglich. Und in unsere Fahrtrichtung sieht es auch schon wieder besser aus. Oh, jetzt wird sportlich. Hallo. We can spend
Wie nannte sich das hier? Lindenallee? Sieht genau so aus wie eine Lindenallee. Auf jeden Fall sehr schön. Ja, nach 75 Kilometern sind wir mittlerweile am Starnberger See angekommen. Aber das Stück vom Ammersee bis hier runter, erstens ordentlich über den Berg und zweitens ordentlich durch den Regen. Wir sind ziemlich nass, aber egal, wir sind gleich am Ziel. Alles gut gegangen. Die angesagten Gewitter haben wir nur gehört, vielleicht ein bisschen aus der Ferne gesehen. Die haben uns Gott sei Dank nicht erwischt. Den Regen, den die mitgebracht haben, der hat uns allerdings schon erwischt, aber egal, das gehört dazu. Morgen sieht es wieder besser aus, hoffentlich. So, wir haben es geschafft. Drei Rosen Landgasthof in Bernried. So, Dienstagmorgen, 25. Juli 23. Wir fahren gerade in Bernried los. Von unserem Hotel. Gasthof Drei Rosen, der war wirklich klasse. Vor allen Dingen gestern das Abendessen war absolute Spitze. Heute geht's rund an den Starnberger See bis nach Murnau. Leider wieder im Regen. Ich befürchte, vom See werden wir nicht allzu viel sehen können heute. Aber egal. So, endlich mal ein Blick auf den Starnberger See hier. Ich fahre mal da runter. Aber nicht ins Wasser. Na, ich heiße nicht König Ludwig. Nicht in, auf dem Stiel? Ich heiße nicht König Ludwig. Wer weiß, wie oft und wie lange man so nah ans Ufer kommt am Starnberger See. Da muss man doch jede Gelegenheit nutzen zum Filmen. Warum hat sich da hinten fotografiert? Hier ist doch viel schöner. Das kann ich dir nicht sagen, aber du kannst da jetzt trotzdem nochmal fotografieren. Und genau das macht sie auch. Und einen leichten Blick in die Ammergauer Alpen bekommt man auch von hier. Aber ja, da hängt es ganz schön drin. Gut, dass wir da heute nicht herfahren. Weil in die Richtung müssen wir noch. Aber da soll es ja besser werden.
So, nach 35 Kilometern haben wir gerade eine Mittagspause gemacht. Da war so ein Fischhändler direkt am Weg. Einer von den Seefischern hier, der hat einen kleinen Imbiss mit dabei. Ganz hervorragendes Essen. Und zu zivilen Preisen. Also echt empfehlenswert. Your breath on my chest, so calm. Now, baby, let the summer breeze carry us. So, nach 45 Kilometern haben wir jetzt das Südende des Starnberger Sees erreicht. Die Runde fast komplett. Wir fahren jetzt nicht zurück nach Bernried. Für uns geht es weiter nach Murnau am Staffelsee. Auf dem Weg dahin haben wir erstens noch ein paar Höhenmeter zu bewältigen und kommen zweitens noch an den Osterseen vorbei. Die kennen wir auch noch nicht, sind sehr gespannt drauf. Mal schauen, ob es genauso schön ist wie hier. Die Route bis jetzt war absolute Spitze. Kann man nur empfehlen, wenn man hier in der Gegend ist, eine Runde um den Starnberger See, einfach top. Das erste Mal richtig Alpenpanorama. Das hat man ja dieses Jahr noch gar nicht, Kühe. Oh, die sind ja mit ganz vielen Kälbchen. Genau. Da haben wir schon den ersten von den Osterseen. Das hat aber auch mal was hier. Wunderschön hier. Das erinnert doch sehr an die Urdenbacher Kämpfe. Ja, aber dafür sind wir weit gefahren. Ja. Ja, an die Stelle hier sind wir eher durch Zufall gekommen. Was meinst du? Ich habe gesagt, an die Stelle hier sind wir ja eher durch Zufall gekommen, weil wir die Route halt um Starnberger See rum geplant haben. Das ist ja weit ab jeglicher bekannter Radrouten. Aber ja, aber super, echt. Das gefällt mir richtig gut. Jetzt ließ es sich auch gut fahren. Ja, definitiv. Gut, hier ist jetzt ein bisschen zugewachsen, aber das ist kein Problem. Ich nur die Kamera wieder einholen, damit da nichts rankommt. Wir sind gleich am Ziel, vor uns liegt Murnau. Der Wind kalt, wirklich kräftig. Aber das ist uns jetzt egal, wir sind gleich da. Etwas über 70 Kilometer haben wir absolviert und die Strecke war einfach klasse. Kann man nicht anders sagen. Wir sind heute Morgen schon am Starnberger See an. Das Wetter war zwar nicht so prickelnd am Anfang, aber das hat sich dann ganz schnell geändert. Das war ein richtig toller Fahrradtag. Auf die Strecke vom Starnberger See dann am Murnau rüber, einfach nur toll. Kann man nur empfehlen. Link zu meinem Komoot-Profil seht ihr dann ja unter dem Video. Da ist die Tour verlinkt. Falls ihr hier in der Gegend seid, nachfahren lohnt sich.
So, wir haben unser Ziel erreicht. Haus am Dries in Murnau am Staffelsee. Nach ungefähr 75 Kilometern. Sind jetzt tatsächlich trocken angekommen. Ist ganz schön hier. Wie die Zimmer sind, wissen wir noch nicht. Werden wir gleich sehen. Ja. Jetzt haben wir morgen noch einen Tag in Murnau. Wahrscheinlich machen wir da, wenn das Wetter denn passen sollte, eine Tour durchs Murnauer Moos. Ansonsten müssen wir mal schauen. Und heute Abend gibt es noch einen kleinen Stadtbummel. So, guten Morgen oder besser Mahlzeit, weil wir haben schon kurz nach 12. Wir haben heute Morgen mal abgewartet, bis das Wetter besser wird. Es hat bis vor einer Stunde ungefähr ordentlich geregnet hier in Murnau. Wir fahren heute eine Runde durchs Murnauer Moos Richtung Bad Kohlgrub. Und abhängig von der Wetterlage eventuell noch weiter bis zur Ammer. Ansonsten kürzen wir da die geplante Route ab und fahren direkt über den Staffelsee wieder zurück. Aber wie man eventuell hier links an dem kleinen Bach erkennen kann, es hat die ganze Nacht richtig heftig geregnet. Der ist braun. Da steht richtig Wasser auf dem Wiesen. So, jetzt mal gucken. Hier müssen wir, glaube ich, hier rein. Ja. Jetzt rechts. Jetzt wird's nass. Jetzt wird's richtig nass. Ach du lieber Gott. Mit dem Rad geht's. Wir sind vor Ihnen gerade richtig gut. Okay, dann versuchen wir es einfach. So viel zum Thema Sommer 2023. Nicht nur, dass der bis jetzt, zumindest hier in der letzten Woche, ziemlich verregnet ist, es ist auch richtig kalt heute Morgen. Wir haben knapp über 10 Grad und das Ende Juli. Wenn man sich für die Wanderung besser baden lassen, ja, schnell anziehen. Ich fahre hier aus. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, Anne. Aber in der Mitte scheint es sogar noch am besten zu gehen. Wie ich es liebe, wenn man nicht sieht, wo man herfährt. Aber da sind gerade zwei Mountainbiker vor uns durch, auch mit E-Bikes. Also Bodenfreiheit haben wir hier genug, ist kein Problem. So tief ist das Wasser Gott sei Dank nicht. Ich hoffe nur, es bleibt so. Was sagst du? Ja, das war gerade grenzwertig. Aber gut.
Ja, es hätte ja keinen Sinn gemacht. Also jetzt die gleiche Strecke zurückfahren, dann fährst du ja wieder da durch. Ja, sagen wir mal so, bevor das wegen der Riesenbahn war. Ja. Das war so, davor war es ja noch überschaubar. Ja. Genau. Aber danach kam es ja noch... Da kam es knüppeldick, ja. Also zur Erklärung, weil es nicht auf dem Film ist. Wir mussten durch eine überflutete Stelle. Da ist uns das Wasser in die Schuhe gelaufen. Dementsprechend waren auch die Motoren unter Wasser. Wir hatten echt Sorge, ob das gut geht. Aber anscheinend hat es keinen Schaden gegeben. Und Räder laufen, Elektronik funktioniert. Das ist der Nachteil bei einem E-Bike. Mit einem normalen Fahrrad wäre man da vielleicht nicht locker durchgefahren, aber man wäre ohne Probleme durchgekommen. Ja, Schuhe wären trotzdem nass geworden, aber egal. Die trocknen auch wieder. Aber das tut der schönen Tour keinen Abbruch. Die Landschaft hier ist einfach traumhaft. Richtig klasse und so wie es aussieht, bleibt es jetzt auch erstmal trocken. Von daher rein war es gut, dass wir losgefahren sind. Jetzt altbekannte Strecke, genau, Bodensee-Königssee-Radweg, ein kurzes Stück bis hoch nach Bad Kohlgrub. So, wir sind mittlerweile in Bad Kohlgrub und haben uns dazu entschlossen, die Tour abzukürzen. Nach der Tauchfahrt unten im Murnauer Moos wissen wir nicht genau, was uns an der Ammer erwartet nach den Regenfällen. Und wir wollen kein Risiko eingehen für unsere Räder. Das war vorhin schon wirklich grenzwertig da durch die tiefen Pfützen durch. Deswegen fahren wir jetzt auf direktem Weg wieder nach Murnau zurück. Hoffen, dass wir am Staffelsee vorbei können, dass da nicht auch alles unter Wasser steht. Ansonsten müssen wir auf die Straße. So, jetzt haben wir den Staffelsee erreicht. Das Stück haben wir uns von Bad Kohlgrub aus hart erkämpft. Die Strecke durch den Wald, die war auf der Komoot-Karte mit S0 angegeben, aber durch den Regen sowas von ausgewaschen. Teilweise konnten wir gar nicht fahren, sondern mussten schieben. Egal, weil jetzt sind wir da, wo wir hin wollten und das ist wunderschön. Und das Beste, im Hotel wartet ein Stück Mondkuchen auf. Na, dafür hat sich doch die Tortur gelohnt. Ja, also ich finde, fand das jetzt auch gut. Das war jetzt doch anstrengend, ne? Durch diesen schlechten Wegbelag, ne? Ja. Wir sind wieder zurück in Murnau. Das war eine abenteuerliche Runde. Jetzt sind wir gleich im Hotel, freuen uns auf einen Kaffee und ein leckeres Stück Kuchen. Das war Teil 2 unserer Sommerradreise 2023. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Darüber freuen wir uns sehr. Tschüss, bis zum dritten Teil.